Was ist eigentlich Service Learning? Beim Service Learning tun Studierende Gutes. Und das ist eingebunden in eine Lehrveranstaltung, ein Lehrprojekt oder eine Abschlussarbeit. Der Begriff beinhaltet zwei Teile. Erstens Service, also die Studierenden leisten etwas für die Gesellschaft. Und zweitens Learning, die Studierenden lernen etwas. Das Lernen wird dadurch verstärkt, dass sie ihre Tätigkeit reflektieren. Die Partner da draußen, das können Vereine oder Organisationen sein, haben eine Fragestellung und treten damit an die Hochschule heran. Die drei beteiligten Gruppen, Projektpartner, Lehrende, Studierende, überlegen, welche Ressourcen sind da? Welche Kompetenzen können Studierende einbringen? Was können alle leisten? Was soll am Ende rauskommen? Die Projekte sollen innerhalb eines Semesters fertiggestellt werden. Service Learning kann als Studienleistung angerechnet werden. Jedes Service Learning Projekt ist anders. Manche Studierende geben Mathe-Nachhilfe für Geflüchtete. Andere entwerfen einen Businessplan für einen Sportverein. Als Beispiel, Studierende im Studiengang Media Engineering an der TH Nürnberg haben vor 2 Jahren eine App für Blinde entwickelt, die ihnen im Supermarkt die Artikelbeschreibung vorliest.